Der Stadtteil City Soleil hat seine besonderen Eigenheiten. Die Menschen leben hier auf engstem Raum zusammen. In der Vergangenheit wurde dieser Teil der Stadt von kriminellen Banden kontrolliert. Nicht zuletzt wegen der vielen Gefangenen, die aus dem Gefängnis fliehen konnten, ist die Lage hier angespannt. Es scheint, dass viele Kriminelle hierher zurückgekommen sind. Darum gibt es für die Verteilaktionen besondere Sicherheitsvorschriften. Aber bis jetzt gibt es keine Probleme hier. Wenn ich gefragt werde, was wir hier tun, antworte ich, wir schenken den Menschen hier ein Lächeln auf ihre Gesichter. Man spürt die Dankbarkeit der Menschen, wenn sie die mit 25 Kilogramm Reis gefüllten Säcke erhalten. Heute können wir insgesamt 1,7 Tonnen Lebensmittel an die Bedürftigen verteilen. Wir arbeiten bei den Verteilaktionen mit den lokalen Vertretern zusammen. Wir treffen sie und besprechen mit ihnen, was die größten Bedürfnisse sind. Dann bitten wir sie, die Familien ausfindig zu machen, die am dringendsten auf Hilfe angewiesen sind. So stellen wir sicher, dass die Hilfe bei den Richtigen ankommt. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir durch die Lebensmittelverteilungen in den nächsten Wochen und Monaten zu einer Verbesserung der angespannten Situation in diesem Stadtteil beitragen werden.